Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu diesem kleinen Video. Ich möchte heute ein kleines Abo-Special hochladen und euch präsentieren. Wir spielen heute mal ein bisschen was Älteres, und zwar Star Wars Republic Commando. Ist ein Spiel von der ersten Xbox-Generation noch, schon sehr alt. Gab es damals irgendwie bei Xbox Gold Live oder Live Gold. Gab es kostenlos, habe ich mir runtergeladen, habe gedacht, das wäre vielleicht was mal für so ein Special-Video. Wir feiern ja hiermit die 200 Abonnenten auf meinem Kanal. Mittlerweile sind schon 225. Vielen, vielen Dank an jeden, der dabei ist und der mich unterstützt und meine Videos schaut. Das freut mich wirklich sehr. Ich hoffe, da kommen auch noch weitere hinzu. Und ich finde es toll, wenn ich Leute damit ein bisschen unterhalten kann in vielerlei Hinsicht. Aber ich würde einfach mal sagen, wir legen los. Ich bin gespannt, worauf wir uns hier einlassen. Ich kenne das Spiel vorher gar nicht. Hab das nie gespielt oder so. Aber gut, einfach mal beginnen. Wird bestimmt lustig. Willkommen, Kleiner. Heute ist Ihr erster Tag. Ihr Rufname lautet RP01-138. Okay, ich bin... große Erwartungen in Sie. Ich bin hier auf Kashyyyk, in der Klonmaschine. Sie wurden in schwierigen Zeiten geboren. Ein scharfer Verstand kann der Schlüssel zum Überleben sein. Ach du Scheiße. Ihr seht ganz schön creepy aus. Werden Sie nur durch Ihre angeborenen körperlichen Talente überleben. In diesem Punkt sind sie ihren gewöhnlicheren Brüdern überlegen. Okay. Na dann, Langhals, giraffenähnliches Vieh. Wie heißt das Volk nochmal? Sie sind ein Kommando, eine Eliteeinheit, etwas ganz Besonderes. Oh cool. Ihre Waffen, ihre Rüstung. Und vor allem ihre Brüder. Die Eiwa unserer Welt jagen in Herden, um größere Beutetiere erlegen zu können. Auch sie werden mit drei Brüdern zusammen zu Jägern im Dienst der Republik werden. Schließen Sie sich jetzt Ihrer Truppe an. Nehmen Sie Ihr Schicksal als Ihr Anführer an. Als Delta-Leader. Delta 4.0. Ihr Fundament? Ein reiner, unkomplizierter Soldat. 6-2, Herz und Seele ihres Teams. Und 07, der erbittertste Jäger ihrer Brüder. Sie alle sind Teil eines einzigen Wesens. Und die Republik wird von ihnen erwarten, dass sie sie verteidigen und wenn nötig ihr Leben geben. Na, dann weiß ich ja Bescheid. Danke für die Info. Irgendwie ist das ziemlich cool gemacht. Finde ich. Für die damalige Zeit. Okay. Ja, kann ich auch mit rein? Ich kann mich nicht bewegen hier. Ah. Okay, jetzt haben wir... Es herrscht Krieg in der Galaxis. Die Geheimwaffe der Republik, eine riesige Klonarmee, wird zum ersten Mal eingesetzt gegen die separatistischen Droidentruppen. Hoch über dem Chaos bereitet sich das Elite-Kommando des Delta-Teams auf seine erste Mission vor. Doch dann passierte es und wir stürzen ab. Stunde 0, Klonkriege, Geonosis. Okay, krass. Ist schon irgendwie ganz cool gemacht, finde ich. Willkommen auf Geonosis. Freut mich, dass Sie sich inzwischen von den
gelandet haben. Ich bin ab jetzt Ihr Berater und werde sämtliche Einsätze, die Sie erhalten, von oben überwachen, bis wir alle tot sind. Okay, hä? Was? Okay. Sobald Sie auf dem Boden sind, stoßen Sie zum Delta-Team vor. Delta 6-2 ist in der Nähe. Finden Sie ihn. Das ist Ihr erstes Ziel. Das Ziel für das Team bleibt. Finden Sie San Peng und vernichten Sie ihn. Ich gebe Ihnen während der Mission weitere Befehle. Viel Glück, Kommando. Okay, danke. Dann wollen wir mal loslegen, oder was? Wir sind über dem Zielgebiet. Seilen Sie sich ab. Achtung! Wow, Alter, what? Ich werde Sie nach Bedarf mit taktischen Informationen versorgen. Taktische Hilfe! Das ist richtig Action hier! Action! Textnachrichten werden in diesem Bereich angezeigt. Okay, Kontrollpunkt wird gespeichert. Gut. Sunfact, okay. Das ist ein Fun Fact, oder was? Ja, dann, Nee, hinten sind Druiden. Ich muss sagen, das Schießen ist ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Was soll ich machen? Bacta-Spender? Okay, für Gesundheit. Ach, hier. Dann hier mich mal auf, Kollege. Nett von dir. Okay. Ja, ist gerade so das Tutorial hier von dem Spiel. Ist recht interessant. Na komm schon, ihr kleinen Scheiß-Droiden. Alter Schwede. Okay, und wo sind meine Kommandokollegen? Ich bin doch... Wir waren doch 4 Leute, oder nicht? Ja, ist nicht schlimm. Hier, gönn dir meine Kugeln. Meine Laser. So, da... Ja, warte, ich will mich noch kurz aufhielen. Ah, Hilfe! Nein! Wo kommt ihr denn her? Ich muss nachladen. Ihr Schweine. Alten Droiden. Da noch einer. Okay. Wir müssen die Stellung hier halten. Da ist noch einer. Alter Schwede. Okay, Leute, das ist interessant, das Spiel. Achso, meine Gesundheit ist noch auf dem Maximum. Hä? Wer schreit denn da so lächerlich? Was war das denn jetzt? Alter. Oh, da ist so ein Geonosis-Typ. Geonosianer oder wie die heißen. Heißen die so? Ich weiß es nicht genau. Oh, wir bekommen Granaten. Cool. Ey, Junge, bleib doch mal da hängen, Alter. Hier so. Ah, okay. Achso, ich muss das da unten rein. Ja, gut. Kann ich mich drucken? Ah, ja. Ah, so. Ich habe auch einen Nahkampfangriff, wie ich gerade gesehen habe. Okay. Junge, geht's aber ganz schön ab auf Geonosis. Da fliegen die Gedärme. Ach, da ist mein... Du hast meinen Kumpel vom Kommando. Und da kann ich wahrscheinlich hochspringen. Kann ich da hochspringen? Ah, nee. Ah, Kumpel, hi. Moin. Danke fürs Kommen. Jo, alles gut. Welche Sonargeschütze? Warte. Hier ist noch ein Droid. De. So, hier. Vorsicht, Team. Krieger nähern sich ihrer Position. Aufhören, Kommando. Räumen wir hier ein bisschen um, Deltas. Okay, er kann das jetzt sprengen, hier, der Kollege. Bringen Sie uns einfach rein, ohne das ganze Team in die Luft zu jagen. Ja, dann helf mal. Der Sprengsatz ist... Okay, er hat den Sprengsatz geplatziert. Da kommt dann noch so ein Geonosianer. Lass ihn mal in Ruhe. Okay, ich darf drücken. Cool, danke. Wow. Diese Special-Effekte. Erste Sahne. Geh mal weg da. Ey, du hässlicher Spacken. Stirb doch. Geh doch. Denken Sie daran, Delta-Leader. Ihr Primärziel ist Fun Fact, aber Ihr nächstes Ziel ist es, Delta 4.0 zu finden. Okay, Fun Fact ist unser Ziel. Und danach Delta 4.0. Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. Geh ich mal hier durch. Da ist ein... Ein Gegnerz. Der wurde zerfetzt. Ah, warte, ich komme. Was ist das hier? Okay, oh. Sorry, Scorch. Du brennst wegen mir. Radikale Umstrukturierung initialisieren. Ja, das wäre nicht schlecht, glaube ich. Was habe ich hier? Granaten noch? Okay. Ja, dann springen wir die Tür auf, Kollege.
Gut. Ja, ich mache ihn an. Oh ne, hä? Ja, er wirkt einen. Ja, super. Ist einer von uns. Vom Kommandoteam. Okay, Fixer. Der heißt Fixer? What? Okay, ich kann ja also die Kommandokollegen hier immer beauftragen, etwas zu tun für mich. Ich drücke jetzt die ganzen Texte einfach weg. Dafür haben wir keine Zeit heute. So, du bist gleich fertig hoffentlich. Ah, wunderbar. Gute Arbeit. Gute Arbeit, Kollege. Unauffällig die Tür. Okay. Das kriege ich nicht hin, aber scheiß drauf. So, dann einmal hacken bitte. Hack doch mal da. Fixer. Fix dich mal da durch. Ja, Leute, was, wie findet ihr das Spiel bisher? Ich finde es irgendwie lustig. Aber so für die damalige Zeit ist es echt nicht schlecht gemacht, glaube ich. Kann man nicht meckern, denke ich. Oh, ich habe. Ach man, ich werfe mal aus Versehen Granaten, weil darauf normalerweise zielen ist. So, geh weg da. Scheiß Droiden hier. Oh. Ah, noch ein Droide. Oh nein, mein Kumpel. Oh, hier geht's aber ab. Alter. Gönnt euch meine Granaten. Hier, du auch noch. Okay, hat's gemacht. Ich kann ihn sprengen. Okay. Die Jäger werden schon mal besiegt. Oder zerstört. Und es geht immer noch weiter. Oha. Das Delta-Team auf geheimer Mission. Und es wird dunkel. Okay, warte, das habe ich doch eben schon gemacht. Wie war das? So, ne? Restlichtmodus. Alter, das ist ja richtig krank hier. Dass das Spiel alles kann. Jetzt sind wir auch noch Nachtsichtmodus. Ja, okay, dann hau mal rein da, Scorchy. Mein guter Freund. Ja, ich versuch's. Das ist so ein Fliegenvieh. Angekommen. Ist hier wieder Licht? Ja, hier ist wieder Licht. Okay, gut. Er dürfte fertig sein, dann weg damit. Wir können durch. Oh, hier sind ganz... Oh ja, ach du Heiliger, hier. Ich habe keine Granaten mehr, Mist. Geh weg da. Was jetzt hier? Halten Sie... Ja, ist egal. Ach, die haben mich bemerkt. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Okay, das ist ja krass. Müssen wir uns da durchhängen oder kann ich da durchlaufen? Nee, wir können einfach durch. Okay. Da hinten sind noch mehr. Nee, das wollte ich nicht. Okay, wir können uns abseilen. Das ist natürlich cool. Boah, voll die Special-Einheit. Und das ist unser vierter Kollege. Jetzt sind wir komplett. Ah, oh, cool, nice. Okay, Delta 07, Verbindung mit HUD. Spitzname 7, Status Kommando, ja, alles toll. Der Fun Fact. Okay, Spiel wird gespeichert. So kann ich also Waffen wechseln. Wie habe ich das gerade gemacht? Oh, nein! Sorry, das war keine Absicht. Okay, das ist schon der Boss hier, der Fun Fact. Na los. Ja, ja, der ist jetzt gerade wieder abgehauen, der feige Hund. Okay, danke, Kollegen. Ja, wir gehen. Ist bestimmt. Ah, oh, oh, hi. Nein, Kampfdruide. Moment, ich werfe ein paar Granaten. Ja. Alter, der hat aber echt viel Leben hier. Gönn dir, Brudi. Ah, er ist tot. Nice. Und da kommt noch mehr. Geh weg. Ich mag die überhaupt nicht. Eklige Viecher. Okay. Wenn man jetzt mal so von der Grafik absieht, dann ist das Spiel schon echt nicht verkehrt. So vom Gameplay her kann man gar nicht ummeckern. Finde ich. Die Tür ist verriegelt. Sie müssen den Schließmechanismus zerstören. Laut meiner Scans warten auf der anderen Seite dieser Tür mehrere Gegner. Ich empfehle Ihnen, die
die Tür aufzubrechen und den Raum schnellstmöglich zu säubern. Okay, hier säubern. Ah, ich habe keine Granaten mehr. Mist. Sorry, Leute. Das Fun Fact. Geh mal weg. Warte. Okay, warte. Da. Okay, 07 ist der Scharfschütze, dann hauen wir rein da. Oh. Warte. Ich hab ihn doch. Ja, ich hab ihn doch da beauftragt, oder nicht? Schießen doch ab. Schießen doch ab, Mann. Hä? Er hat ihn getroffen, okay. Oh ja, moin. Ach jo. Da unten Lichter mit seinem Flugzeug. Das sah nicht aus wie ein geonosianisches Schiff. Bestätige, keine Identifikation möglich. Ich überprüfe die Datenbanken. Machen Sie weiter, Deltas. Wir haben keine Zeit zum Jubeln, Deltas. Wie Sie bereits wissen, ist das Team von 3-6 außer Gefecht. Sie sollten eine Droidenfabrik in diesem Sektor ausschalten. Ihr Team wurde jetzt mit dieser Aufgabe betraut. Okay. Okay. Ja, sorry. Einfach in den Ladebalken reingelaufen. Das war, so. Ein paar Fabriken, aber unsere großen Sturmtruppen kommen da nicht rein. Ausgehend von der Wärmesignatur dieses Turms muss darunter eine Fabrik sein. Die Neutralisierung einer der Fabriken könnte uns einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Unsere Scanner können die Fabrik nicht exakt orten. In der Nähe ihrer Position muss ein Störsender sein. Zuerst muss der Störsender deaktiviert werden. Anschließend bringe ich sie zu ihrem Primärziel. Die Kommunikation. Gestört. Sind da drin auf sich gestellt, bis deaktiviert haben. Das Signal ist gestört, Sir. Schade, es wurde kein. Ja, schade eigentlich, ne? Aber wir kriegen ja schon hin. Irgendeine Fabrik zerstören, Störsender zerstören und so weiter. Kriegen wir alles hin und was haben wir hier? Okay. Okay, Scharfschützenaufsatz. Wie kann ich den drauf machen? Steuerkreuz rechts. Okay, krass. Und wenn ich dann wieder rechts drücke, dann geht er weg, oder? Ne, muss ich nach oben drücken. Okay. Interessant, Leute. Interessant. Nicht schlecht. So, und weg damit. Schweinepriester. Hey, geh doch down. Blödes Vieh. Boom. Weg damit. Brauchen wir heute nicht mehr. Es gibt Hilfe. Wo bin ich? Lol, was war das jetzt? Wumms. Alter Schwede. Ganze Brücke zusammengebrochen. Nein, beweg dich doch nicht. Nein. Hä? So, den habe ich gekriegt. Oh, die Viecher sind schon eklig. Hey. Du Pixelvieh. Boom. Was sind das denn für Viecher? Eklig. Was war das gerade für ein kleines Vieh? Hallo? Ich höre was krabbeln, aber ich sehe gerade keine. Ah, da sind welche. Warte. Noch mehr? Die fallen ja immer runter. Nee. Ist ja voll eklig. Da sind noch mehr. Hier. Ich habe keine Granaten leider. Mist. Ich wollte eigentlich einen werfen. Okay, Freunde. Wir kommen weiter voran. Aber jetzt hört er mal auf, hier jetzt rumzujambeln. Immer schön weiter, Freunde. Nicht auf. Ih, ist das Ding eklig. Genau, tritt's kaputt. Scheiß wie du. Wo kommt die jetzt auf einmal her? Da unten, okay. Kriegen wir auch hin. Kriegen wir auch hin. Genau. Hier noch Munition mitnehmen. Kann ich gut gebrauchen, denke ich. Okay, das ist der Störsender. Da sind wir schon angekommen. Nicht schlecht, Leute. Das ging ja gut. Wir sind unaufhaltbar. Das Delta-Team rasiert. Es rasiert einfach. Hey. So. Geh down, Junge. Geh down. Nein. Ich wollte mich gerade... Hilfe. Ich habe leider keine Granaten mehr. Das wäre so cool gerade. Da sind vorhin schon ein paar. Ich muss nachladen. Und weiter geht's. Na komm. Jawohl. Aber wie gehen wir das kaputt? Oh nein. 7 ist down. Ah nee, doch nicht. Er ist nur am Hocken. Aber doch, jetzt ist 7 down. Aber ich glaube wegen der Explosion von dem anderen. Warte, ich helfe dir, Kollege. Kann ich dir helfen? Ja.
Was ist mit einer Schalltafel? Achso, da müssen wir hin. Weiß ich Bescheid. Geh mal weg hier. Alles klar. Dann wollen wir mal loslegen. So, da oben kann ich das kaputt machen oder muss ich wen beauftragen? Okay, Scratch. Mach mal. Position ändern. So, er macht hier. Ich hoffe, das geht. Wir machen Rückendeckung. So, weg damit. Junge, geh doch mal weg hier. Ekelpaket, Vieh. Oh, da kommen aber viele. Ja, warte. Muss ja erstmal regeln. Hier sind so viele Gegner. Junge, geh doch mal weg. Sehr eklig. So, jetzt hau rein da. Bringen Sie einen Sprengsatz am Störsender an. Genau, genau. So, läuft doch, Leute, läuft. Ich hoffe, es geht allen gut. Zeigen Sie, was Sie können, Kommando. Ja, ja, wir sind dabei. Aber wo ist denn unser dritter Mann? Hallo? Ich sehe nur Scorch und 7, aber wo ist der andere? Ach, der ist hier oben, der Fixer. Okay. Wo hinter dir, Kollege? Ich habe den noch hier oben fest. Ah, nein. Meine Muni ist alle. Lass ihn, genau. Mach ihn fertig da, Ekelding. So, und tschüss. Das war's mit dem Störsender. Okay. Oh nein. Er hat 7 platt gemacht. Okay, Moment. Ich bin gleich soweit. Ich muss kurz meinen Kollegen aufhelfen. Wir müssen weiter runter. Wir sind genau hinter Ihnen, Teamleader. Aufpassen, ich habe vermehrte Feindaktivitäten auf den Sensoren. Ja, war ja typisch, ne? Wir blonzen hier halt durch die ganze Anlage. In die Fabrik. Na klar. Meines Wissens kommen Sie über den Turm nicht in die Fabrik. Ich denke, Sie müssen sich etwas einfallen lassen. Junge, der macht alle fertig. Was soll ich denn machen? Ja, ich bin noch dabei. Hä? Was? Ist ja Wahnsinn hier. Ich bin gleich tot, glaube ich, Leute. Meine Kumpels sind alle down von dem Flammenwerfer-Typ. Ich bin auch fast tot. Müsste mich healen, ne? Ja, der kann durch die Wand schießen, der Arsch. Ich bin gleich down, Leute. Nein. Hilfe, ich verkokel. Ich hab ihn, Leute. Ich hab ihn endlich besiegt mit der Pistole hier. Oh mein Gott. Das hat lange gedauert. Meine Fresse. Und es hört einfach nicht auf hier. Geht doch mal weg. Ihr Ekelviecher. Hä? Junge, stirb doch. Danke. Da ist noch einer. Och nee. Willst du mich verarschen? Ich hole jetzt einfach die schnell hoch. Vielleicht sterbe ich dabei. Vielleicht auch nicht. Okay, ja, ich bin tot. Nein, toll. So. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt hin. Alter Schwede, das ist ziemlich krass hier. Warte. Lass ihn in Ruhe. Ja, ja, genau. Wir machen sie alle. Hexfeeder. Dieser Flammenwerfer-Typ. Richtig widerlich. Sie haben auf der Brücke eine Barrikade errichtet. Platzieren wir da noch einen Sprengsatz. Kann ich ihn da oben treffen? Ja, ein bisschen. Aber hier ist wieder der Typ. Boah. Junge, geh weg, Alter. Ich habe Angst vor dir. Du bist auch gerade keine Munition mehr im Gewehr. Ist echt nicht cool. Komm, schieß doch mal auf den drauf mit. Jawohl, er ist weg. Oh, Fixer. Warte. Ich helfe dir hoch. Oh mein Gott, es ist ja so krass hier. Hilfe! Ob wir das schaffen? Okay, so gut wie durch, Leute. Jetzt ist noch so ein Flammenwerfer-Typ hier. Nein, nicht abbrechen. Ich wollte doch nur... Ich brauche hier echt mal ein bisschen Feuerunterstützung. Warte. Ja, wieder Muni. Jawohl. Okay, okay. Heilige Scheiße. Ist das hoffentlich bald mal vorbei? Kommt ihr mit? Warte, ich muss ihn noch mitnehmen. Ey, es ist irgendwie ein bisschen überfordernd gerade. Es ist... Ah! Nein, ich bin down. Oh, kann mir jemand helfen? Was geht hier ab? Ich sehe überhaupt nichts mehr. What the fuck? Okay, sie konnten mir helfen. Dankeschön. Warte. Jetzt helfe ich euch. Zurück, Deltas.
Und vorne ist die Barrikade schon mal weg. Verpisst euch. Verpisst euch. So, Fixer, ich helfe dir. Oh, ich bin schon wieder down. Ey, das ist gerade ein bisschen anstrengend. Ey, komm schon bitte. Kann mir jemand helfen? Oh, die sind auch down. Nein, Leute, es sind zwei down, nur noch einer lebt. Und zwar 07. Ich hoffe, er kann mir helfen. Und er hat mir sogar, auch echt, er hat mir geholfen, Mann. Was für eine Maschine. Danke, Kollege. Was ist das hier? Okay, ah, das ist ein Geschütz. Junge, geht er down. Wie fährt denn der? Was macht der für Bewegung? Voll creepy. Bäh. So. Komm mit. Fixer. Verlassen Sie das Geschütz, Data. Genau. Ah, hier ist noch irgendwo, genau. Ich muss mich erstmal aufheilen. Ey, was für ein Stress. Ich werd bekloppt. Da kommen wir nicht rüber. Wir müssen uns wohl eine eigene Brücke bauen. Eine okay. Bombe am Fuß des Turms und schon haben wir eine Brücke. Ey, was? Ach so. Ich hätte hier gerne ein Loch, Deltas. Ja, gut. Ich brauch Deckung. Ja, kriegst du, aber es ist gerade keiner da zum Abschießen. Ah, wow, Leute. Zurück, Deltas. Okay, das fällt zum Glück darüber. Aber was für ein Turm ist das denn bitte? Junge. Geh schnell rüber, bevor es einstürzt. Die Fabrik ist gegenüber ihrer aktuellen Position, Deltas. Okay. Die Fabrik ist auf der anderen Seite dieses Lüftungsschachts. Los. Ja, ich bin dabei. Okay, es geht los. Das auch noch. Wo soll ich denn lang? Hallo? Ach, da lang. Jetzt sind wir gleich in der Fabrik. Finde den Fabrikcomputer. Sprengen Sie die Wand und drücken Sie durch die Öffnung vor. Ist ein bisschen nervig, dass ich immer 10 Sekunden warten muss, bis der Typ da endlich fertig ist. Statt dass er wie so 2-3 Sekunden dauert und ich dann drücken kann. Aber gut. Es ist halt ein altes Spiel. Muss man auch bedenken. Ah, kommen Droiden gleich, die warten schon auf uns. Direkt im Lüftungsschacht. Macht Sinn. Aber ich meine, die wissen ja auch, dass wir da sind. Ist ja nicht nichts Normales. Und mein Controller ist gleich alle. Bitte halt das noch aus. Bitte. Ich habe nämlich gerade keine Batterien mehr dabei. Muss noch alle aufladen. So. Guten Tag. Ich bin die... Warte. Ich habe gerade keine Granaten. So, du kriegst mein Ding ab. Genau. Hier, gönn dir, Brudi. So. Öffnen Sie jetzt die Tür, Soldat. Auf jeden Fall. Platziere Sprengsatz. Gesichert. Okay, weiter geht's. Ich glaube, hier ist der Computer, oder? Okay, wir müssen uns hier wahrscheinlich halten. Superkampfdruiden. Oh, nee, das bist du. Wo sind denn Superkampfdruiden? Ach, da! Hilfe! Hinter mir! Nein! Ich muss mich healen. Komm schon, geh kaputt. Geh da kaputt. Geh kaputt, Alter. Nein, er hat 7 kaputt gebaut. Nein, jetzt geh doch mal da weg. Seid ihr denn so blöd? Ist noch einer? Nein. Junge, ich bin auch bald down. Hat er ihn hochgeholt? Nee, oder nicht? Und mein Controller ist alle. Nein, Leute. Das kann nicht sein. Ah, Mist, sorry. Das ist mein Controller an und ich kann nicht mehr weiterspielen. Das gibt's nicht. Aber okay. Dann machen wir leider an der Stelle mal Schluss. Ich fand das Spiel gar nicht mal so übel. War ganz lustig. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem kleinen Special-Video zum 200 Abonnenten. Ja. Aber so ganz an sich ein lustiges Spiel. Und für die damalige Zeit bestimmt echt kein schlechtes. Aber gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch und bis dann. Tschüss.